Ja, er wird einfach mal abgeschüttelt. Hä? Wo bin ich? Was um alles in der Welt? Warum trage ich denn das? Hey Alter, du bist endlich wieder zu dir gekommen. Jetzt kannst du vortäuschen, das Menschenopfer zu sein und Orochi erschlagen. Dann wird Nami für immer dein sein. Wovon redest du da? Oh ja, natürlich. Ich bin Nagi, der größte Krieger aller Zeiten. Wahrscheinlich ist er genauso ein Feigling wie Susanoo. Mach dich bereit, Ami, es geht los. Tja, den wollte er nicht haben. Sieht so aus, als ob Orochi den Unterschied zwischen einem Mann und einer Jungfrau schmecken könnte. Nun, das war's, Ami. Mach dich bereit, wir werden uns gleich Orochi stellen. Mondhöhle. Oh, 8 Purification Sake. Mal wieder. Diesmal müssen wir nicht durch die Küche. Sieh, Ami, das Sake-Fass. Erhalten, ja, 8 Purification Sake. Zu schade, dass Orochi es nicht verschluckt hat, als er versuchte, den alten zu fressen. Aber ich vermute, die Dinge sind niemals so einfach. Es ist halt nicht zu Ende, bevor es zu Ende ist. Ich meine, der Kampf ist noch nicht entschieden, oder? Oh Mann. Wie oft muss ich noch gegen Orochi kämpfen? Vor allem, wo ist mein wahres Ich aus der Zeit? Hey, ist das nicht... Okay. Eine böse Macht hat mich in diese Höhle gelockt. Und jetzt, da du auch hier bist, gibt es gar keinen Zweifel mehr. Das hier muss Orochis Höhle sein. Ami, da ist jemand bewusstlos. Oh nein, es ist Lika. Oh, Orochi sieht ein bisschen golden aus. Hä? Das ist also dieser verfluchte Orochi? Ami, diesmal ist es wirklich ernst. Erinnerst du dich, du hast Orochi auf dem Höhepunkt deiner Kraft nur ganz knapp besiegen können. Und am Ende bist du auch gestorben. Narren, wie könnt ihr es wagen, euch mir entgegenzustellen? Ich werde mein unterstes Opfer speisen und der Gott der Unterwelt werden. Dann werde ich ewige Finsternis über das Land bringen. Aber erst werdet ihr dafür bezahlen, dass ihr meine dunkle Zuflucht mit eurer Anwesenheit beschmutzt habt. Ich bin ein Fremder in diesem Land. Deine Worte bedeuten mir gar nichts, aber du... Aber Kuto wird jetzt dein Blut vergießen. Das sollte mehr als genug sein, um seine Bedürfnisse für immer zu befriedigen. Nein, okay, warte. Lika ist auf Orochis Rücken. Das ist mir egal. Orochi wird mein ultimatives Opfer an das heilige Schwert. Kotan wird die Bestie bis auf ihre blanken Knochen verzehren. Hey.
Das ist schlecht. Der Sake ist noch nicht einmal fertig. Ja. Erstmal feuert er. Dann können wir ihn betrunken machen. Oh, wir müssen ihn doppelt betrunken machen, habe ich das Gefühl. Jetzt hat er, glaube ich, genug, der Kopf. Oh Mist, ich habe vergessen, ihn einzuflößen. Aber ich glaube, das hat noch geklappt, ja. So, ihn betrunken machen. Oh, die Bombe ist nicht aufgeblüht, schade. Au, das tat weh. So, wir haben genug Köpfe besoffen gemacht, um es auf die Glocke zu schaffen. So. Glocke ist hinüber. Ah, jetzt. Das war der erste Kopf. So, mach schön, Heier. Das war der zweite Kopf. Da brüllt der nächste Kopf. Und fällt. So. Der ist ein bisschen wilder. Ich glaube, ich weiß, warum er so wild ist. Wir dürfen ihn nicht hauen, wenn er nach vorne schnellt. Weil das macht ihn nur wild. Auch für uns die ganze Sache schwieriger. Ich frage mich eh, welcher Kopf übernimmt hier eigentlich das Ding? Oh, ich glaube, wir haben ihn jetzt so weit, dass er wieder seine Spezialattacken benutzt. Au.
Einfach auf ihn drauf dreschen. So, und da ist noch ein Kopf weg. Ja, wir müssen in Reichweite der Köpfe bleiben, sonst benutzt er wieder seine Fähigkeiten. So. Also benutzt der jeweilige Kopf seine Fähigkeiten. Was nicht so gut ist. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn schneide? So, nächster Kopf. Oh, das ging daneben. Das hat gewirkt. So, und zum letzten Kopf. Au. Hi, letzter Kopf. Du bist die Erdkappe. So, sicher ist sicher. Nochmal in den Mund schießen. Und weg. Hey, geh aus dem Weg. Schweig, Pluton, erwache. Die Zeit ist gekommen, silbern zu glühen. Gewähre mir die Kraft des Himmels. Was zur Hölle? Okay. Ich verstehe das nicht. Warum will Kuton nicht erwachen? Warum, Kuton? Warum? Bleib sofort stehen, widerwärtiger Lindwurm. Ami, ist es der, wer ich glaube, dass es ist? Erlebt dies, Nagi, der größte Krieger aller Zeiten und von diesem Tage an Schutzgottheit des Dorfes Kamiki. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt den Hilflosen antun willst. Deine Zeit ist vorbei, spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Ja, nur ich weiß nicht, warum du hier bist, aber Orochi gehört mir. Ich werde die Bestie besiegen. Die Zeit ist gekommen. Oh, große Götter des Himmels, lass diese dunklen Wolken verschwinden. Und dem Untergang der Bestie durch mein treues Schwert Bokonenji bei. Warte, das hört sich alles irgendwie vertraut an. Ach ja, die Legende von Nagi. Sein Schwert gewann Macht über das Böse, als der Mond darauf schien. Wenigstens sagt man das so. Da ist der Mond. Bitteschön. Sein Schwert ist... was für ein Teufler ist das? Mein Schwert, es glänzt auf einmal golden. Das muss die Hilfe des Himmels sein. Ich werde dieses göttliche Geschenk mit aller Macht führen. Nagi ist die Klinge der Wahrheit.
Das. Gute. Au. Nochmal von vorne. Ist das alles, was du zu bieten hast? Ich werde dir zeigen, wie man richtig kämpft. Das. Achso, ich muss den Kopf treffen. Gute. Dem. Bösen. Niemals. Unterlegen. Ja, gut. Jetzt das Stärkste in den Nagis, die Kampfkünsten. Göttlicher Spalter. Hat er seine Hose verloren? Ja, er hat seine Hose verloren. Oder? Erhalten göttliches Instrument. Donnerklinge. Schwert mit dem Geist des Blitzes. Nutzt Macht des Blitzes. Hm. In dem Moment, als die Legende von Nagis sich erfüllte. Es war der schönste Anblick, den man sich nur vorstellen kann. Im Mondlicht gebadet funkelte und reflektierte Nagis Schwert, goldenes Licht, und mit dem Sieg über Orochi wurde die Bestie für 100 Jahre gebannt. Das Schwert wurde zu Koyomi getauft und in der Mondhöhle aufbewahrt. Die kleine Nika, das Mädchen vom Oinas-Stamm, das von Orochis dunklen Kräften verflucht worden war, wurde von ihrem Fluch befreit und wurde wieder normal. Aber einer, nämlich Oki, zeigte nicht solche Anzeichen der Erholung. Orochis Kräfte hatten seinen verzweifelten Angriff vereitelt. Trotz der unglaublichen Gefahr hatte Kuton nicht seinen silbernen Glanz gezeigt. Okis Herz brannte bei den Gedanken daran, was Nagis Schwert geschafft hatte. Weil er in seinem Innersten beschämt und rasend vor Wut war, schlich er sich unbemerkt in der Dunkelheit davon. Jo, 85.000 Yen, weil wir Schaden genommen haben. Hehehe. Hahaha. Okay. Ich habe die Bestie besiegt. Ich, Nagi, habe den verfluchten Orochi besiegt. Das wissen wir nun ja schon. Musst du jetzt endlich aufhören, dich ständig zu wiederholen? Ich preise deinen Mut, Shiranui, aber ich war es, der die widerliche Bestie erlegt hat. Hahaha. Ja, wie auch immer, das Fäckner hier hat die ganze Arbeit gemacht. Aber egal, wo ist Oki hin? Er ist verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Nun, zumindest haben wir Lika gerettet. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Was hat dieser Orochi jetzt vor? Ich dachte, er wäre tot. Hey, Alter, komm lieber schnell her, schnell. Alter. Shiranui? Ami?
Du hast mir das Leben gerettet. Hey, ihr beiden. Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Es verschwindet von hier, solange ihr noch eine Chance habt. Ist das der alte Shaku? Wir müssen die Faltepunkte meiden. Wow. Wenn wir sie sehen, natürlich. Hä? Weißt du, dieser Wolf, der Nagi geholfen hat, das war Shiranui. Oder mit anderen Worten, das warst du vor 100 Jahren. So hat sich dein Ende ereilt, nachdem du mit Opa gereist warst. Du hast den verfluchten Orochi bekämpft und besiegt, nur um selbst auch zu sterben. Ihr Sohn, bist du das? Nika? Wir haben uns ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Nur schade, dass wir uns auf diese Weise wieder treffen. Aber was hat dich ganz nicht dazu gebracht, durch das Geistertor zu gehen? Geistertor? Was ist das? Ich erinnere mich nur an zwei Eulen, die mir in einem Traum erschienen sind. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen im Wald zu spielen. Das nächste, was ich weiß, ist, wie ich hier aufwache. Gott sei Dank bist du mit deinem Hündchen gekommen, um mich zu retten. Du hattest einen Traum von zwei Eulen, die Schutzgottheiten von Kamui, nicht Eulen. Warum sollte dich die Eulen hierher führen? Sieh, Ami, die Sonne, sie beginnt zu verschwinden. Der Tag der Finsternis ist gerade dabei zu beginnen. Diese Sonnenfinsternis, die einen ganzen Tag dauert, kommt nur einmal an 100 Jahre. Tag der Finsternis, was ist das? Es sieht aus, als wenn etwas ein großes Stück von der Sonne abbeißen würde. Ami, du bist die Göttin der Sonne. Was passiert mit dir, wenn die Sonne verschwindet? Sonnengöttin, was ist das? Nika, du kannst die Vulkanbeschwörung durchführen, oder? Damit werden die gefrorenen Gipfel des Itsufuchi zu ihrem Zorn gebracht, stimmt's? Nun, du sollst es lieber schnell machen. Wenn du es nicht tust, dann wird Kami für immer einfrieren. Vulkanbeschwörung, was ist das? Du meinst das Gebet, das wir an den Berg im See richten? Ja, ich kann das Gebet seinen Kimo perfekt nachmachen. Er hat mir sogar gesagt, dass ich es sehr gut mache. Ich weiß. Deshalb brauchen wir deine Hilfe im Dorf. Los weiter, Ami. Zurück nach Webkehr, so schnell wie du kannst. Ja, speichern wir erstmal.